Bad Wildungen zeigt Flagge am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Weht in Bad Wildungen am Rathaus die Flagge für Frauenrechte. Dann bitte. Ja, guten Morgen. Also ein ganz wichtiger Tag heute, um auf die Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen andere Familienangehörige aufmerksam zu machen. Wir leben aktuell in einer ganz besonderen Zeit, wo viele an ihre Grenzen kommen, was die psychische Belastbarkeit anbelangt, verursacht durch Kurzarbeit, verursacht durch Perspektivlosigkeit, verursacht aber auch durch Panik, Angst vor der Pandemie. Und das lässt natürlich auch befürchten, dass die Gewalt innerhalb der Familien zunimmt und dass viele jetzt zu Opfern werden, die es vorher vielleicht nicht geworden wären. Wir können nur appellieren, dass alle stark bleiben und wenn was passiert in der Richtung, dass sie den Mut haben, sich auch an den entsprechenden Stellen zu wenden, um schnell und möglichst effektive Hilfe zu suchen. Ja, wir sind jetzt froh, dass die Kindergärten wieder aufhaben. Da haben wir die ganze Situation so ein bisschen unter Kontrolle. Aber wir befürchten schon, dass in Familien viel passiert, was wir jetzt nicht so mitbekommen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Bürger und Bürgerinnen ihre Augen und Ohren offen haben für das Problem und nicht sitzen wie die drei Affen, sondern sich melden. Sie sollten sich melden bei der Polizei. Und wir sind ganz froh, dass wir in Bad Wildungen so eine enge Zusammenarbeit mit der Polizeistation haben und mit der Frau Simone Feustner als Schutzfrau vor Ort. Eine Ansprechpartnerin, die sehr kompetent und sehr erfahren ist in dem Gebiet. Außerdem arbeiten wir eng mit der Frauenberatungsstelle des Vereins Frauen helfen Frauen und dem Frauenhaus zusammen, sodass wir ein ganz gutes Netzwerk haben. Und wem was auffällt, der kann sich auch gern bei uns, bei der Stadtverwaltung melden. Wir würden dann die Meldung weitergeben. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder Dampfradio.